Guck dir die beiden an. Du kannst jetzt weggehen, wir können morgen früh wieder abholen. Dann rennen die hier immer noch. Ja, oder schlafen hier. Oder liegen hier zusammen angekuschelt. Und warten immer wieder. Denkst du, haben Wildschweine gelegt? Haben wir ja letztes Mal gesehen. Ja. Ja, ist doch richtig vollgesabbelt. Alter, ich komme mit Leila um Ecke und alle Türkenkinder alle ab, wenn ich mit Freddy alle Freunde sehe. Komme ich mit Luna, laufen sie alle weg. So. Ja, die sind alle weggelaufen wie Luna. Sonst, du weißt es doch selber, die kommen alle auf Freddy zugelaufen, da hat keiner Angst. Wirft eigentlich noch so keiner, wird auch bei uns im Haus. Ich sag ja. Ja. Du kannst halt Überschrift machen. Freddy und seine Weiber. Welche nimmt er heute? Freddy und sein Harem, ey. Freddy, geh mal. Die schwarze Gegend. Die Harem-Älteste. Ja. Die Größte ist die Jüngste, die dazugekommen ist. Naja gut, aber sie ist die... Ne? Irgendwie als kürzestes dazugekommen. Ey, schubst da keiner die Böschung gucken. Ja, Mandy ist noch von mir aus nach Hause gegangen, hat Jesse geholt und ich bin dann mit Luna hierher. Mhm. Da vorne dann, wo wir da über die Straße waren von der Kirche, habe ich so losgemacht. Der Trick ist, du musst nur Freddy bei dir behalten. Ja, Freddy früher dann. Ja. Aber die kannst du ja auch so laufen lassen. Ja. Auch fremde Hunde, die bleiben dann auch in der Nähe von ihr, ne? Ja, Hunde halten sich immer irgendwie. Ja. Wenn ich sie dann rufe, so, dann kommt der andere Hund dann auch automatisch damit. Die mag auch gar keine Leine. Hier, guck mal, die fängt jetzt schon an, die Kleine hier. Ey, die beiden haben richtig Spaß, Alter. Ja. Die brauchst du nur jeden Tag 2 Stunden zusammenlassen. Nee, jeden Tag ist zu viel. Nein, gestern musste ich zum Beispiel mit dir eine Pause machen. Ja, ich sage jetzt mal, den musst du nur jeden Tag 2 Stunden zusammenlassen. Die schlafen abends beide wie ein Baby. Ey. Aber das macht sie sowieso abends, ne? Wenn sie dann so. Ne? Hier. Die alte Sau. Oh, ich jetzt nicht. Ja, das ist halt. Ja, ist überhaupt gut, dass die überhaupt jetzt futtert wieder. Ja, das ist ja wieder gar nicht. Heute habe ich hier 2 kleine Portionen gegeben. Aber wenn die nicht futtert, hat die wirklich was, ne? Mhm. Weil die kann ja nur futtern. Die hat auch schon wieder so viele. Ja, aber auch, sag mal, wo kommen diese Haare her? Mein Hund muss das von Nacht machen, ne? So viel wie man hier rumfliegt, ne? Das soll daran liegen, so, weil das Wetter momentan ja auch so ist. Ja, aber der das Hund ist selber nicht so aufs langes Fell oder Dings. Ja, das wechselt sich dann, aber ich glaube, bei ihr ist es auch dieser Stress, weil sie jetzt ein bisschen kränklich wird. Nächstes Mal tippe ich Tim an, da soll man mit Schoki herkommen. Ja. Auf eigene Gefahr. Die 4 zerreißen diesen Köter. Dann wird doch mit Tippi da loskommen. Ja, Jessie ist die Erste, die ihn sofort zerreißt. Dann kommen die anderen, dann wollen die anderen das nach. Ja, ja, damit Tim mal sieht, dass er keine Ahnung hat von Hunden. Ja, aber dass da irgendwas dann ist. Ich will machen, klar. Nee, das kannst du auch nicht riskieren, wenn Jessie den einmal schnappt, weil ich hab's hier selber gesehen.